vor Carolina Pasqual. Noch 4 Gymnastinnen stehen aus. Nächste ist dann aus Russland, aus Moskau, Amina Saripova. Schwierig beim Turnen mit der Keule ist auch, dass die Bewegungen nicht nur symmetrisch sein sollen, sondern die Gymnastin soll auch asymmetrische Teile zeigen. Also die linke Hand macht was anderes als die rechte Hand. Das ist sehr schwer koordinativ auf die Reihe zu kriegen. Sicherheit. Aber es ist auch schwer nach der Drehung gleich so in Stand stehen zu bleiben. Hat sie mit die Keule gefangen, mit der gleichen Hand, in der sie die Keule schon behalten hat, so wie hier. Das ist auch schwer. Also für meine Begriffe zu viel rückbeugen. Das würde der Übung gut tun, wenn auch andere Bewegungselemente noch drin wären. Amina Saripova aus Russland. Die Wertung für Maria Petrova in der A-Note 6,80 Punkte. Da sieht man das, da hat sie die Keule abgeworfen mit der rechten Hand. Da lässt sie noch die andere Keule und damit fängt sie auch wieder. Das ist nicht einfach. Manchmal klemmt sie sich auch die Finger ein, das tut dann weh. Die Europahalle in Karlsruhe, ganz gut besucht, aber nicht ganz ausverkauft. Und was ist mit der Wertung? 9,60 gemeinsam mit